Macht es wirklich Sinn, meinen Bedürfnissen immer sofort nachzukommen, wenn ich sie spüre? Also sprich meinen physiologischen Grundbedürfnissen wie Hunger, Durst, Schlaf und so weiter. Oder wäre es nicht für mein Nervensystem sinnvoller, wenn ich mein Nervensystem des Öfteren bewusst auch ein bisschen stresst, zum Beispiel indem ich eine Mahlzeit auslasse und ihm einfach wirklich ganz bewusst Bedürfnisse verwehr oder verweigere, so dass die Regeneration vorangetrieben wird? Das ist eine Frage, die wir neulich per E-Mail auf meine dreiteilige Videoserie Die Neurobiologie echter Transformation gekriegt haben. Und ich fand die Frage so spannend und sie ist ein bisschen komplex und lässt sich leider nicht einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache hierzu mal einfach direkt eine ganze Podcast-Episode. Und das Ganze zeigt nämlich auch auf, dass wir so in dieser ganzen Selbsthilfewelt, sage ich mal, ein bisschen eine größere Problematik haben, die sich auf alle Tipps bezieht, auch die, die ich rausgebe, die auch nie ganz, ich sag mal, eins zu eins für alle anwendbar sind. Und genau darum geht es heute. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um dich und deinen Seinszustand als Unternehmerin. Und bevor wir in das heutige Thema eintauchen, mag ich noch darauf hinweisen, dass es jetzt nur noch knapp 4 Wochen sind, bis meine nächste NESC-Coaching-Ausbildung startet. Das heißt, falls du in den letzten Wochen dich damit auseinandergesetzt hast, falls du so ein bisschen damit liebäugelst, dann solltest du dich so eben in den nächsten, ich sag mal, 2 bis 3 Wochen sicherlich entscheiden, um dann mit uns am 8. Oktober wirklich zu starten. Falls du noch nie was davon gehört hast und dich erstmal informieren willst, empfehle ich dir eben diese dreiteilige Videoserie, die ich auch im Intro schon angesprochen habe. Und da kannst du dich unter nesc-coaching.com/Videotraining dafür anmelden. Und wir posten natürlich die Links auch in den Shownotes. Und falls du mich schon angeschaut hast und dich einfach nochmal über die Ausbildung informieren willst, kannst du das unter nesc-coaching.com/Ausbildung. Es geht, wie gesagt, am 8. Oktober los, also ungefähr 4 Wochen. Und wenn du Fragen hast, schreib uns einfach eine E-Mail. Aber wenn du noch am Liebäugeln bist, dann nimm dir die nächsten Tage, um da eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt zur heutigen Episode. Und ich habe das gesagt, das ist eine E-Mail, die wir bekommen haben, die wirklich so auf dieses Thema einging, dass ich ja ganz oft eben in dieser Videoserie, aber auch in meinem Podcast, auch wenn ich interviewt werde, ich spreche ganz oft darüber, wie wichtig es für uns Menschen in unserer heutigen aktuellen Gesellschaft und Situation ist, dass wir unsere physiologischen Grundbedürfnisse wieder wahrnehmen lernen. Weil ganz häufig ist es so, dass wir schon wirklich in der Kindheit abtrainiert gekriegt haben, dass wir dann essen können, wenn wir Hunger haben, oder dass wir dann trinken können, wenn wir Durst haben. Und das ist was, was uns wirklich so von klein auf ein Stück weit abtrainiert wurde in den Familienstrukturen, aber spätestens dann auch im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Und das ist was, was unser Nervensystem wirklich aus der Balance bringen kann, weshalb eben der Weg dann zurück, um das Nervensystem wieder in die Balance zu bringen, um das Nervensystem wieder zu regulieren, das ein absolut sinnvoller Schritt ist, zu lernen, diese Bedürfnisse wieder wahrzunehmen und darauf zu hören. Und genau zu diesem Thema, über das ich wirklich öfter schon gesprochen habe, eben kam jetzt die Frage, ob das denn nicht sinnvoller wäre, um sozusagen die Stressresistenz ein bisschen auszudehnen, um belastbarer zu werden, um die Regenerationsfähigkeit zu erhöhen, ob es da nicht sinnvoller wäre, wirklich ganz bewusst dem Körper physiologische Grundbedürfnisse das eine oder andere Mal auch zu verwehren, so dass der Körper merkt, okay, es kommt nicht immer Nahrung, ich kann mich nicht 100% drauf verlassen und ich muss lernen, irgendwie damit flexibel umzugehen. Das Ganze könnte man sagen, ist vielleicht so ein bisschen unter dem Prinzip, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und hier, wir können das wirklich irgendwie auch sagen, dass so, ich meine, das sind alles so Sprichwörter, aber da ist ja überall so ein bisschen was dran auch, die richtige Dosis
macht das Gift oder die falsche Dosis macht das Gift, wie auch immer das heißt, ich weiß es nicht genau. Aber was dahinter steckt, ist, dass alles in einem gewissen Maß für uns gut und sinnvoll sein kann, aber in zu viel oder unter Umständen auch in zu wenig davon kann uns eben unter Umständen auch schaden. Und um das Prinzip einfach mal anzuschauen, wir kennen das aus dem Sport und Entschuldigung, ich mache im Moment viele Sport- und Fitness-Referenzen, aber wenn wir uns irgendwie das anschauen, wie wir einen Muskel auftrainieren, dann ist es ja auch so, dass wir auf eine Art eine bewusste kleine Schädigung in den Muskelfasern in Kauf nehmen. Das heißt, wir trainieren irgendwie bis an unsere Grenze. Wir haben diese kleinen Faserrisse in den Muskelfasern. Das macht dann unter Umständen ein bisschen den Muskelkater, aber das animiert den Muskel insgesamt dazu, sich zu regenerieren, zu wachsen und sich eben insgesamt zu kräftigen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, ist einfach die Frage, okay, was ist denn die richtige Dosis von bewusster, und ich nenne es jetzt wirklich mal Schädigung, die bewusst oder richtige Dosis von bewusstem Gift, wie jetzt eben beim Muskeltraining, ganz bewusst diese kleinen Risse in Kauf zu nehmen, dass der Muskel insgesamt kräftiger wird. Und das ist was, was wir nie universell für alle sagen können. Ich kann nie allen Menschen sagen, lass eine Mahlzeit aus, weil das stärkt dein Nervensystem. Ich kann auch nie allen Menschen sagen, die richtige Trainingsdosis ist, 5-mal die Woche mit so und so viel Gewicht bei deinen Hanteln zu trainieren. Wenn ich so eine universelle Empfehlung abgeben würde, dann ist die für manche richtig. Für andere aber ist es viel zu viel. Und wenn das zu viel ist, dann hat das einen gegenteiligen Effekt. Wenn ich jetzt sage, okay, alle müssen 5-mal die Woche mit irgendwie 100 Kilo Hanteln trainieren, dann hat das für ganz viele den Effekt, dass die Muskulatur sich abbaut. Das heißt, die wird nicht kräftiger, was ja das eigentliche Ziel ist, sondern dieses zu viel an Training und an Gewicht führt zu einer Schädigung und zu einem Abbau. Das Gleiche wäre, wie wenn es zu wenig ist, wenn ich zu wenig trainiere, wenn ich zu wenig Gewicht nehme. Auch das, da ist nicht genug Reiz und Stimulus für die Muskulatur da. Die Muskulatur baut sich ab. Das heißt, diese universelle Empfehlung, so und so oft zu trainieren mit so und so viel Gewicht, die kann ich nie allen geben. Für manche ist sie richtig, für andere ist es zu viel, was zu einem Abbau an Kraft und Muskulatur führt, und für andere ist es zu wenig, was auch zu einem Abbau an Kraft und Muskulatur führt. Und in Abhängigkeit davon, wo die Person gerade steht, ist der einzige Zustand, wie ich eine wirklich gute Empfehlung abgeben kann. Wenn ich nicht weiß, wo die Person kraftmäßig steht, kann ich nichts sagen. Und das Gleiche gilt bei allen Techniken, die uns belastbarer, stressresistenter, resilienter und so weiter machen sollen. Für manche ist die Technik und die Empfehlung genau richtig. Für andere löst eine gewisse Technik unter Umständen mehr Stress aus. Vielleicht, weil es zu viel ist, weil es zu viel Zeit braucht, weil es zu komplex ist, vielleicht, weil es eine innere Angst auslöst, weil irgendein altes Trauma oder was auch immer aktiviert wird. Wenn Stress ausgelöst wird, nimmt die Belastbarkeit ab. Für andere ist die Technik vielleicht zu langweilig, zu wenig komplex, zu irgendwie nicht ernst zu nehmen genug. Auch da nimmt unter Umständen die Belastbarkeit ab. Und zwar in Abhängigkeit davon oder dessen, wo das Nervensystem in dem Moment gerade ist. Auch hier, und ich weiß, ich meine, ich rede in meinem Podcast ganz viel über so universelle Empfehlungen, wie eben zum Beispiel die Bedürfnisse wieder mehr wertzuschätzen oder auch das Spüren und Erlauben. Und trotzdem sind auch all diese Empfehlungen, wie gesagt, universell. Es kommt immer darauf an, wo die Person im individuellen Einzelfall steht, ob das wirklich zu 100% die richtige Technik ist. Deswegen ist ja ein Coaching so fantastisch, wo wir 1:1 mit jemand arbeiten können. Jetzt, wenn wir zurückkommen zu dieser Frage mit, macht es nicht Sinn, meinem Körper auch die physiologischen Bedürfnisse mal zu verwehren, um sozusagen seine Belastbarkeit zu stärken? Dann gilt auch hier, unter Umständen für manche Personen in Abhängigkeit vom Zustand von ihrem Nervensystem, ja. Das kann dazu führen, dass die Stressresistenz steigt, und das kann dazu führen, dass wir sozusagen belastbarer werden, dass wir unsere generelle Stresstoleranz ausdehnen. Es kann aber auch zum genauen Gegenteil führen.
Und um das noch genauer zu erklären, mag ich heute mal wieder das Toleranzfenster anschauen. Und das ist was, was ich in der Episode 172 schon mal erklärt habe. Die Episode heißt auch das Toleranzfenster, also da kannst du auch noch mal genauer reinhören. Aber das Toleranzfenster der Stresskapazität beschreibt letztendlich den Bereich, in dem unser Nervensystem sich regulieren kann. Das heißt, wir haben gewisse Anforderungen, die den ganzen Tag auf uns zukommen. Manche aktivieren uns vielleicht, die brauchen von uns mehr Aktivität, die brauchen vielleicht von uns auch mal mehr Festigkeit, mehr auf den Tisch hauen. Und dann gibt es wieder Sachen, da können wir mehr entspannen. Und wenn unser Nervensystem sich flexibel auf diese verschiedenen Anforderungen einstellen kann, dann bewegen wir uns in diesem Toleranzfenster. Und du kannst es dir wirklich vorstellen wie ein Fenster. Das heißt, wir haben eine gewisse Fläche, wir haben ein Oben, wir haben ein Unten. Und alles, was sozusagen in diesem Fenster liegt, in diesem Bereich liegt, das können wir gut handeln. Wenn jetzt aber Situationen kommen, die außerhalb unseres Fensterrahmens liegen, das heißt, die aktivieren uns vielleicht mehr, als das unsere individuelle Toleranz zulässt, dann kommt eben die Gefahr von einer Dysregulation, das Nervensystem gerät aus der Balance. Das heißt, wir alle haben diesen individuellen Bereich, in dem alles entspannt ist, mal aktiver, mal weniger aktiv, aber wir können es gut handeln. Und wir alle haben auch den Bereich, wo es kippt, wo das der eine Tropfen zu viel ist, wo wir aus unserem regulierten Zustand rauskippen, wo das Nervensystem in eine Übererregung kommt. Oder auch, wenn es zu wenig ist, in eine Untererregung. Und diese Übererregung und diese Untererregung, das ist was, was dann in uns wirklich eben auch eine Überforderung auslöst, eine Unterforderung, was das Nervensystem über lange Sicht dysreguliert. Das heißt, wir wollen erstmal anschauen, wie sind wir überhaupt in unserer generellen Bandbreite, auch was können wir alles handeln. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir grundsätzlich schon dieses Fenster oder diese Bandbreite vergrößern wollen. Das heißt, wenn wir uns das jetzt nochmal vorstellen und ich mache jetzt einfach mal Maßangaben, einfach, dass es irgendwie greifbarer wird. Nehmen wir mal an, unser Fenster hat eine Höhe von 1 Meter. Und das heißt, wir können alles, was innerhalb von diesem 1 Meter liegt, an Situationen, an Herausforderungen, an Konflikten, an schönen Momenten, das können wir alles gut handeln. Jetzt kommt eine Situation, die liegt auf 1,20 Meter, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, die liegt nicht in unserer Fensterhöhe. Die ist außerhalb unseres Komfortbereichs oder außerhalb unseres regulierten Bereichs. Und wenn ich jetzt auf diese 1,20 Meter sozusagen mal rauskatapultiert werde, dann bin ich nicht mehr in dem Bereich, in dem ich es gut handeln kann und ich reagiere mit Stress. Das ist völlig okay, wenn das mal passiert. Wenn ich aber jetzt nur Situationen habe, meine Kapazität liegt bei 1 Meter und ich habe nur Situationen, die liegen bei 1,20 Meter, 1,40 Meter, 1,35 Meter und so weiter, dann bin ich quasi ständig außerhalb meines Toleranzbereichs und das ist was, was wirklich meine Stressresistenz am Ende weiter abbaut. Was ich aber natürlich machen will, ist, wenn mein Fenster jetzt 1 Meter hoch ist, dass ich anfange, mein Fenster zu vergrößern, so dass diese Situation, die heute auf 1,20 liegt oder die immer auf 1,20 liegt, aber heute außerhalb von meinem Fenster ist und mich deshalb stresst. In dem Moment, wo ich mein Fenster vergrößere, sagen wir mal auf die Höhe 1,30 Meter, da stresst mich die Situation mit 1,20 nicht mehr, weil alles, was innerhalb von dem Fenster liegt, ist ja das, was ich handeln kann. Das heißt, das Ziel von Nervensystemarbeit ist definitiv, diese Stressresistenz zu erhöhen. Und es ist definitiv unser Ziel, unsere Grenze dessen, was wir handeln können, zu erweitern. Das heißt, Dinge, die uns heute stressen, weil sie außerhalb von unserem Fenster liegen, mit einer ganz gezielten Praxis mit dem Nervensystem, liegen die in 6 Monaten vielleicht nicht mehr außerhalb vom Toleranzfenster, sondern innerhalb vom Toleranzfenster. Und das ist dann was, was in uns nichts mehr auslöst, was uns nicht stresst, was uns nicht überfordert, was uns nicht aus der Balance bringt. Und das ist was, was ich immer wieder erlebe in dem Moment wirklich, wo das Nervensystem sich reguliert, dass wir wirklich auch merken, okay, die Situation ist die gleiche. Das vor 6 Monaten genau wie heute. Aber vor 6 Monaten bin ich ausgeflippt und heute nehme ich es einfach nur wahr, aber es löst in dem Sinn nichts mehr aus. Und dann wissen wir haben unser Toleranzfenster, also diese Stressresistenz erhöht.
Jetzt, wenn wir uns die heutige Gesellschaft anschauen, dann ist es leider so, dass ganz viele Menschen per se außerhalb von ihrem Toleranzfenster leben. Das heißt, in dem Moment, wo mein Fenster 1 Meter hoch ist und ich aber nie in diesem Bereich bis 1 Meter mich befinde und ich eigentlich jeden Tag 24 Stunden, 7 Tage die Woche das Gefühl habe, alles, was hier passiert, ist mir zu viel, dann kann ich sozusagen Tools und Techniken anwenden, die unter Umständen mein Nervensystem bewusst noch weiter stressen sollen, wie eben zum Beispiel eine Mahlzeit auslassen. Aber das wird mich nicht dahin bringen, dass meine Kapazität ausgedehnt wird, sondern das wird mich einfach weiter zusätzlich stressen. Das heißt, die Tools und Techniken, die eigentlich dafür gedacht sind, dass sie unsere Stressresistenz erhöhen sollen, die wirken nur dann, wenn ich im Fenster bin. Die wirken nur dann, wenn ich in der Zone von dem regulierten Nervensystem bin. Und wirklich, also ich weiß, das ist für die meisten ein Podcast, wir haben das Video, ich versuche das irgendwie auch mit Händen quasi zu zeigen. Es ist ein bisschen abstrakt, sich das vorzustellen. Aber wirklich, stell dir das vor, du bist auf diesem Fenster mit 1 Meter Höhe und du lebst eigentlich nur über 1 Meter und dann kommt jemand und sagt dir als fantastisches Tool und Technik noch, du sollst dein System noch ein bisschen mehr stressen. Das katapultiert dich von 1,20 Meter auf 1,40 Meter. Das heißt, du entfernst dich noch mehr von deiner Wohlfühlzone und wie gesagt, wirklich über lange Zeit führt das sogar dazu, dass dein Fenster sich verkleinert, dass es von 1 Meter sich auf 80 Zentimeter runterschrumpft. Und ich hoffe wirklich, dass mit den Zahlen und so von der Vorstellung nicht zu abstrakt. Aber das heißt, wir leben in dieser Zeit, wo viele eh schon außerhalb von dem Toleranzfenster leben. Wir haben irgendwie in den letzten 2 Jahren Corona, wir haben den Krieg, wir haben die Inflation, wir wissen alle nicht, was kommt. Das ist für ganz viele Menschen schon die Situation, die eben außerhalb der Toleranzzone sich bewegt. Und dann finde ich persönlich eben, dass viele Tools, die gut gedacht sind und die absolut sinnvoll sind, wenn wir uns in der Toleranzzone befinden, die sind aber als Pauschalempfehlungen nicht unbedingt gut geeignet für, ich sag mal, die große Mehrheit der Gesellschaft. Und deswegen eben, wenn wir jetzt sagen, Bedürfnisse zu verwehren, ist der Weg, um das Nervensystem zu regulieren oder die Stressresistenz zu erhöhen, dann kann ich sagen, ja, aber nur dann, wenn das Nervensystem prinzipiell reguliert ist, wenn das Nervensystem sich prinzipiell in seiner Toleranzzone befindet und prinzipiell das Gefühl hat, ich kann mit dem, was hier passiert, grundsätzlich umgehen. Wenn ich das eh schon nicht kann, dann sind solche Tipps nicht unbedingt hilfreich. Und das Gleiche gilt für Affirmationen. Die sind fantastisch, wenn ich in meiner Toleranzzone bin. Wenn ich außerhalb meiner Toleranzzone bin, lösen sie noch mehr Stress aus. Das ist auch was, worauf ich in der 3-teiligen Videoserie eingehe. Das ist auch was zum Beispiel für Breathwork. Ich hatte neulich das Interview mit der Gita, wo wir auch darüber geredet haben, dass erstmal die Techniken, um in die Regulation zu kommen, die sind erstmal ganz sanft und die sind erstmal ganz simpel. Das ist nicht der große Knall, das ist nicht das Komplexe, sondern ganz simple kleine Dinge, die einfach sozusagen uns von außerhalb des Toleranzfensters erstmal wieder in die Mitte bringen, erstmal wieder zu uns bringen, um dann aus dieser zentrierten, im Toleranzfenster sitzenden Präsenz dann wirklich das langsam auszudehnen. Und wirklich das Gleiche, wenn ich jetzt das nochmal auf dieses Muskelbeispiel zurückbringe, wenn ich eh schon irgendwie einen Mega-Muskelkater habe und die Gewichte eh schon nicht mehr hochheben kann, dann macht es keinen Sinn, noch schwerere Gewichte zu nehmen und da weiterzumachen. Sondern es macht Sinn, mich erstmal wieder zu erholen, erstmal wieder so ein Reset zu machen und von dann wieder anfangen, sozusagen diese Grenzen mehr und mehr auszudehnen. Und deswegen, wenn ich jetzt sozusagen als generelle Empfehlung und wirklich auch hier nochmal der Hinweis, generelle Empfehlungen sind absolut nie sinnvoll, weil ich weiß nicht von den Tausenden von Menschen, die den Podcast anhören, ich weiß nicht, wo ihr steht. Manche sind vielleicht total im Toleranzfenster, dann ist das gut. Manche sind vielleicht so weit außerhalb vom Toleranzfenster, dass eben selbst Spüren und Erlauben schon Stress auslöst. Und trotzdem müssen wir irgendwo anfangen. Und wenn du zum Beispiel Lust hast, bei mir in die Ausbildung zu gehen, haben wir da auch noch mehr Tools und Techniken und die Begleitung, um das Individuelle anzuschauen.
Aber wie gesagt, wenn wir uns jetzt so diese Mehrheit der Gesellschaft anschauen und sagen, die Mehrheit unserer westlichen Gesellschaft ist seit Jahren, wirklich auch schon vor Corona, außerhalb der Toleranzzone, dann will ich als erstes die Menschen unterstützen, wieder mehr in ihre Toleranzzone reinzukommen. Und dafür muss ich ultra sanft sein. Das Nervensystem ist schon gestresst. Ich muss es nicht noch weiter stressen. Und deswegen total sanft. Ich sage wirklich bei mir in der Ausbildung auch immer, ich ziehe meine absoluten Sanfthandschuhe an. Ich will niemanden pushen. Ich will nichts machen, was irgendwie das Nervensystem wieder nach oben katapultiert. Ich will absolut traumasensibel sein, weil ich weiß nicht, was die Hintergründe der jeweiligen Menschen sind. Und ich will tatsächlich auch langsam arbeiten, weil auch hier, wenn wir nochmal zu dieser Meta-Analogie zurückkommen, wenn ich mich auf 1,40 im Dauerzustand befinde und zu schnell jetzt auf irgendwie 50 Zentimeter runtergehe, um so in die Mitte von meinem Toleranzbereich reinzugehen, die Veränderung ist zu schnell. Und auch das ist ungewohnt, das stresst mein Nervensystem wieder. Und deswegen, Nervensystemarbeit ist langsam, ist sanft, ist super nervensystemfreundlich, ist traumasensibel im Optimalfall, damit die Menschen erstmal ganz, 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 ganz langsam wieder zurück in ihre Toleranzzone finden. Und erst, wenn sie wieder in ihrer Toleranzzone sind, erst dann können wir anfangen zu schauen, okay, was braucht es jetzt, um diese Toleranzzone von 1 Meter auf 1,5 Meter auszudehnen, dann auf 1,10 Meter und so weiter. Und wirklich, wir wollen erst in der regulierten Zone sein. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, um nochmal auf die NESC-Ausbildung zu kommen, warum ich auch sage, in der NESC-Ausbildung geht erstmal ganz viel darum, dass wir zum einen, und das habe ich in der Podcast-Episode über das Neuro-Embodied Healing Framework auch erzählt, dass wir erstmal uns neues Wissen aneignen, damit wir wirklich erstmal verstehen, was passiert denn da, damit wir eben genau dieses Toleranzfenster verstehen, damit wir genau verstehen, warum stresst es mein Nervensystem, wenn ich zu schnell was verändere und warum habe ich nichts davon? Warum muss ich wissen, wo ich überhaupt stehe, um zu wissen, in welche Richtung kann ich mich regulieren? Reguliere ich mich eher mehr in der Aktivität, reguliere ich mich eher in der Entspannung? Und all das sind Sachen, die einfach auf einer Wissensbasis extrem hilfreich sind, zum Wissen. Und das ist die erste Phase im Neuro-Embodied Healing Framework, wirklich dieses Re-Educate. Und wenn wir uns ein gewisses Wissen angeeignet haben, dann geht es erstmal im zweiten Schritt um die Verbindung zu sich selbst. Und es geht noch nicht groß um die Veränderung und es geht noch nicht groß darum, meine Stressfähigkeit auszudehnen oder eben irgendwie mein Leben auf den Kopf zu stellen, sondern es geht darum, mich selber zu spüren. Es geht darum, im Hier und Jetzt präsent zu werden. Und mich selber zu spüren, ist dann eben wiederum die Voraussetzung, um zu wissen, was brauche ich denn? Bin ich in meinem Toleranzfenster? Kann ich die Sachen, die mir im Alltag begegnen, kann ich die handeln? Oder katapultiert mich das kleinste Ding wirklich in eine Stressreaktion? Und deswegen, ich muss erst wieder bei mir sein, ich muss mich spüren können, um dann entscheiden zu können, was ist für mich der nächste Schritt? Muss ich mehr in die Toleranzzone wieder reinkommen oder bin ich in meiner Toleranzzone und kann anfangen, die Toleranzzone von innen raus auszudehnen? Und wenn wir die Verbindung zu uns hergestellt haben, ist im Neuro-Embodied Healing Framework und in der NESC-Ausbildung dann der nächste Schritt, erstmal wirklich zu regenerieren. Wenn wir lang genug außerhalb unserer Toleranzzone gelebt haben, und auch hier nochmal, ganz, ganz viele Menschen in der heutigen Gesellschaft haben lang genug außerhalb ihrer Toleranzzone gelebt. Viele und trotzdem nicht alle, auch hier wieder die Einschränkung. Aber wenn wir lang außerhalb dieser Zone gelebt haben, dann hat das sozusagen einen gewissen Tribut auch von unserem Körper gefordert. Zu viele Stresshormone, die durch den Körper zirkuliert sind, die vielleicht irgendwie an gewissen Organen so, ich würde nicht sagen, eine Schädigung verursacht haben, aber das Organ vielleicht so ein bisschen deaktiviert oder lahmgelegt haben. Und das heißt, nur weil ich jetzt in der Toleranzzone bin, heißt das nicht sofort, dass ich jetzt wieder anfange auszudehnen, sondern ich nehme mir einen Moment, auch hier, es geht langsam, ich nehme mir Zeit, aber ich nehme mir die Zeit, um wirklich erstmal zu regenerieren, in diese Zone anzukommen, mich da auch irgendwie anzufangen, wohlzufühlen, zu merken, was sich dadurch verändert hat. Und erst dann, wenn wir in der Zone sind, erst dann kommen auch in der NESC-Ausbildung wirklich die Tools, die dazu dienen, die Toleranz wieder auszudehnen und wirklich das Nervensystem an gewissen Punkten auch tatsächlich wieder ein gewisses Maß zu stressen, aber eben nur aus der
Toleranzzone raus und nur das Maß, was es wirklich verträgt, um die Toleranzgrenzen auszudehnen und nicht, um uns wieder meilenweit nach außen zu katapultieren. Deswegen wirklich haben wir im Desk auch Tools, die wir tatsächlich erst dann anwenden, wenn das Nervensystem wieder reguliert ist. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, ich weiß, meine Hauptempfehlung ist dieses Spüren und Erlauben. Und wie gesagt, auch hier weiß ich, dass das viele stresst. Mir hat erst irgendwie gerade in den letzten Wochen jemand gesagt, es wirkt für mich zu wenig kompliziert. Ich kann mich darauf nicht einlassen. Und das ist dann ein Hinweis, dass es unter Umständen zu früh ist für Spüren und Erlauben. Und dass wir wirklich dann auch zum Beispiel in der 1:1-Arbeit oder in der Ausbildung erstmal schauen können, okay, was braucht es denn vorher, bis Spüren und Erlauben für das Nervensystem überhaupt eine Option ist. Und wie gesagt, in der Ausbildung haben wir hier noch mehr Möglichkeiten. Und ich bin mit der Episode damit heute auch am Ende und will tatsächlich einfach eben nochmal darauf hinweisen, die nächste Ausbildung startet in 4 Wochen. Und wenn du dabei sein willst, dann wirklich geh in dich, schau dir das Material an, schau dir die Info-Webseite an, einfach um für dich eine gute Entscheidung treffen zu können. Und ich mag an der Stelle aber auch erwähnen, wenn du merkst, dass du sehr außerhalb von deinem Toleranzfenster bist, dann glaube ich, ist die Ausbildung auch zu früh. Und dann macht es Sinn, erstmal für dich selber, vielleicht auch mit einem eigenen Coach, dein Nervensystem erstmal wieder dahin zu bringen, dass es überhaupt aufnahmefähig auch dann für die Ausbildungsinhalte ist. Und im Zweifelsfall, wie gesagt, schreib uns eine E-Mail. Wir können gerne auch ein persönliches Gespräch noch mit dir führen, einfach, dass du wirklich eine gute Entscheidung treffen kannst. Und damit, wie gesagt, verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao!